Ich sage, Alex ist doch nur ein elender Schmock. Er ist wie Eddard Stark, es denkt man, er wird krass und dann fehlt ihm der Kopf. Ich weiß, ich komm spät ins Battle wie ein deutscher Bahnzugführer, doch ich trete dich aus dem Battle raus und will jetzt fliegen wie ein Flugschüler. Ich hab das Gefühl, dass der du hier einen Fehler macht. In der Quali große Töne, doch kackst ab, wenn du ne Gegner hast. Keine Technik, keine Punches, aber Hauptsache Flow in einem Battle-Turnier. Bist du lebensmüde? Wie geil wäre es, wenn man sich deine Quali wie gegen den Punch-Eins geben würde? Wenn du abdrehst, was dann? Läuft denn in der Dusche kein Wasser mehr? Und wenn du abgehst, heißt das dann, dass das einzige von dir auf diesem Kanal oder deine Quali wäre? Deine restlichen Lines sind zu wack, Digga. Sie sind nicht mal konterwürdig. Dick am Main, sie kommt natürlich, denn denkst du, du könntest mich wirklich verwunden, Digga? Deine besten Panzers waren in den ersten 14 Sekunden. AK Alex. Jetzt sag ich mit der AK Alex. Er rennt durch die Straßen, panisch. Sag mal, warum reimt sich AK Alex auf hart am Arschbitch? Yeah. AK Alex. Jetzt jag ich mit der AK Alex, er rennt durch die Straßen, panisch. Sag mal, warum reimt sich AK Alex auf hart am Arsch? Anstatt deinem Gegner bekomm ich hier eine YouTube-Fotze. Digga, lass das Battle sein und mach weiter deine Scheiße auf YouTube-Fotze. Digga, du willst keinen Rap, du bringst schon den YouTube-Content, feierst dich für 100 Abonnenten. Doch hier gibt es keinen, der dich huren so kennt. Und doch denkst du, wärst bekannt im ganzen Land. Bitch, es ist mir peinlich, dass dein Kanal in meiner Suchleiste steht. Ein eigenes Battle-Tournee, du kleines Snitch. Wer macht denn schon damit, wenn der Juror nicht punchen kann? Wenn deine Punchlines so kreativ sind wie dein Bewertungssystem, hab ich nichts zu befürchten und brauch mir keine Verstärkung zu nehmen. Du kannst dir sicher sein, du kriegst dir keinen Gangster-Bonus, denn Kanal ist absoluter Fremdscham-Modus. Die fünf hübschesten YouTuberinnen, Digga. Ich glaub, das ist Bill weiß genug. Doch dass du sie in dem Video erwähnst, ist, glaub ich, eine Beleidigung. Machst dich über Hässliche lustig und das mit deiner Fresse wäre nicht deine Reaktion auf Kortle und Farid, wird dich keiner kennen. AK Alex. Jetzt zeig ich mit der AK Alex. Er rennt durch die Straßen panisch. Sag mal, warum reimt sich AK Alex auf hart am Arsch?